So. Habt ihr gesagt, wo sind noch Spinnen? Links vom links Lager. Vom, links vom Lager. Was ist das? Also am besten. Manure? Was ist denn Manure? Das Kacke? Ja. Ja. Warum hat mir jemand von euch Kacke gegeben? Eigentlich wollte ich dir ins Feuer packen. Lol. Bin ich deine Kacke? Hier, nimm deine Kacke hier, wieder. Ja, hast du auch noch Kacke? Möchte deine Kacke nicht haben? Ich geb dir auch meine Kacke. Nimm doch meine Kacke. Ins Augenloch, plus da. Da, nimm deine Kacke. Das ist mal meine Kacke, oder? Die du ihm gerade gegeben hast? Ich? Gib dir keine Kacke. Ich hab aber. Was, wozu braucht man eigentlich diese Ground Floors? Ich habe ja aus Versehen mal so einen Wooden Flooring gemacht. Was macht man damit? Damit kannst du das Lager auskleiden. Das sieht dann besser aus. Ich glaube, das hat nur... Ich kann es ja nirgendwo hinpacken. Okay, die Spinnen sind ja nicht weit weg vom Lager. Ich habe das noch nie benutzt, das Zeug. Gib dir das mal. Die Spinnen sind eigentlich gar nicht so weit weg. Wooden Flooring. Oh, meine Sanity, ja. Ey. Dann essen sie es. Hasenzeugs. Feuer? Ja. Das hast du ganz gut gemacht. Ich war gerade beschäftigt mit den mit dem Wooden Flooring hier. Toll. Irgendwie kann man das nicht so richtig benutzen. Nee, ne? Aber ich ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das irgendwie so eine Bodentextur, so eine neue. Alter, die Sanity geht so viel runter. Ja, so richtig dolle. So jetzt, oder? Attacke! Ich nochmal schnell essen. Habt ihr alle genug gegessen und so? Seid ihr voll? Voll, ja. Okay, dann los. Ich equippe meinen Locksuit. Es kann losgehen. Warte, ich setze die. Achso, die habe ich im. Scheiße. Ja, genau. Alle rennen erstmal gegen die Wand. Hier oben ist der Ausgang. Du und deine Mauer, wa? Ja, ey. Ey, das ist, die wird uns nochmal das Leben retten. Ich garantiere es euch, die wird uns nochmal das Leben retten. Auf zur wilden Jagd. Okay. Oi, das ist auch schon so ein großes, böses Spinnending. Ja, da müssen wir wirklich einzeln rauskommen. Wir müssen die rausnehmen. Ja, Jungs. Da liegen Hauptdinger. Da oben. Oh nein, da ist ein Geist. Sie kommen. Oh, es ist ein großes. Okay, okay, weg. Dann weg. Ja, jetzt müssen wir sie aber angreifen, weil sonst. Jetzt wegrennen. Lasst euch nicht anspringen von den hellen Spinnen. Die hellen Spinnen sind die gefährlichen, weil die springen. Jetzt angreifen. Ja. Das ist aber kein Spider-Man bei. Jetzt Achtung, zurückziehen. Scheiße. Oh, ich hab voll den ganzen Schaden abgekriegt. Die sind alle auf mich gegangen. Jetzt angreifen. Jetzt, rauf. Sind schnell doch! Aber warum kommt denn kein Spider-Man raus? Zurück! Oh mein Gott! Jetzt angreifen! Oh Gott! Ja, macht sie platt! Auf sie alle, wie die Warnis auf diese eine Spinne einschlagen, wie geil! Ich glaube, wir kriegen noch einen Angriff hin und dann wird der Stein wieder kalt, kann sein. Ja, einen noch und dann müssen wir wieder zurück. Mann, das muss doch mal einmal Spinnenglänen rauskommen. Soll ich die rauslocken, dann müsst ihr da nicht hinlaufen? Nein, wir müssen. Die müssen uns folgen. Jetzt müssen wir nicht schon da, wieder... Nicht da, kommen doch alle raus. Das müssen wir machen, weil sie sonst zurücklaufen. Die gehen nicht über ihr Netz hinaus. Kommt, schlagt hier drauf. Da ist einer. Spider-Glam. Ja, nice. Schnappt euch das Spider-Glam. Ich nehme das Miet auch noch mit. Da sind noch ganz viele Sträucher gewesen, so mit Sticks, ne? Ja, ist jetzt egal. Wir haben jetzt andere Probleme. Ich meine ja nur. Ja, wer hat das meiste Leben? Ich hab 144. Ich hab 110. Ich hab 50. Okay, ich bin schon mal nicht derjenige, der wiederbelebt wäre. Dann macht das der Yamato. Ich geb dir das Gras. Ich geb dir das mal. Hier dieses andere. Ich geb dir Gras, so. Da. Das Gras? Gras hab ich dir gegeben. Nee. Dann hat kann das Bus. Ja, warte. Der Winter ist vorbei. Da. Noch nicht ganz. Es geht aber aufs Ende. Ja, noch nicht ganz, aber so langsam, aber sicher. Schnell, mach das Herz und gib's ab. Es war noch keine Sonnenwende hier, da. Hier, Dings da. Oh, Frühlingsanfang war noch nicht. Ja, ich bin wieder da. Und meine Sachen liegen bei den Pinguinen. Ich hole meine Sachen wieder, wenn die Pinguine weg sind. Ganz einfach. Ja. Wenn wirklich Sommer ist und, ja. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ja, dann haben wir jetzt unser hätte Ziel. Ich hätte gern so einen Kühlschrank. Dann haben wir jetzt unser Ziel für diese Aufnahmesitzung eigentlich schon mehr oder weniger erreicht. Wir wollten ja eigentlich nur den Winter überleben. In Anführungsstrichen überleben. Machen wir mal bis Tag und Nacht, Tag und Dämmerung und Nacht gleich lang sind. Okay? Wir machen es mal so lange, bis der Bildschirm nicht mehr so bläulich ist. Also, bis die Grafik nicht mehr so bläulich ist. Wir machen das mal so lange, bis die Pinguine weg sind und ich meine Sachen wieder habe. Genau.
Das wollte ich gerade sagen. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir? Da sind Bären gewachsen. Oh, jedes Mal denke ich, oh ja, Bären. Ah, diesmal hat er sich richtig gut versteckt. Hat sich gut reingestellt. Der übt ja auch. Na, lustig wird's dann im Sommer, ey, wenn man das... Total sneaky, hab ich so gut total drauf. Und Bären gewachsen. Lustig wird's dann im Sommer, wenn wirklich an den ganzen Büschen dann Bären dran sind. Alter. Oh, er hat mich an meinen Bären berührt. Sommer wird so ein Schlaraffenland, wa? Die ganze Zeit essen. Überfluss, Überfluss. Six, alles. Wir müssen dann einfach so viel sagen, dass wir nächsten Winter ein Klacks. Dann bauen wir eigentlich mal wieder neue Sachen. Ja, Mato, du hast im Inventar Spinnennetz. Ja, habe ich zwei. Steck das mal in die Kiste. Ich habe hier zwei Hasen. In die Kiste, wo schon Spinnennetz drin ist, am besten. So. Weil sonst verteilen wir die Sachen immer nur auf unterschiedliche Kisten. Ja. Angehangen. Oh. Alter Schwede. Ah, das Hasenohr, die Hasenohren haben gut durchgehalten, ne? Mhm. Ja. Hier sind es auch noch 62%. Ja, du kannst es ja auch nicht. Ja, warum auch nicht? Ich hab ja auch einen Busch, hast du. Busch? Du hast es auch nicht rasieren können. Brand of Ghosts. Ja, ja, du hast mich gerettet, deswegen bist du freundlich zu Geistern. Echt? Cool. Shifty? Oh, was heißt Shifty? Ich weiß es nicht. Der Busse ist auch. Ich glaube nur Spielbär ist eins, ja? Ne, Spielbär. Freund bin der auch, Geister. Friend of Ghosts. Siehst du, ich habe Ari nämlich auch schon mal wiederbelebt, glaube ich. Bushaltestelle hat getan, was er am liebsten tut. Er hat Hunde geärgert oder so. Shifty heißt zwielichtig. Ja, das sagt er, wenn man auf dein Skelett klickt. Ah, nee, du wurdest von Hunden verletzt. Das ist das, was du gerne meinst. Nee, Hounds sind Hunde? Ja, Hounds sind die Hunde. Achso, das wusste ich bestimmt zwielichtig, weil er mich mal geschlagen hat. Und warum bin ich zwielichtig? Ich war immer nett. Weil du vielleicht ja, auch mal den Yamato geschlagen hast. Nein. Und das würde ich nie tun. Wessen komischer Stab ist das ja eigentlich, der nur unten im Boden steckt? Ist das Excalispeer? Das ist halt ein Speer. Ziehst raus und dann kriegst du das England. Oh! Oh nein, er ist unser neuer König mit seiner Krone. König der Büsche. Nein! König! Büsche! Ein Busch! Oh, es ist Nacht und das Feuer ist ganz klein. Alle schmeißen ihr Zeug rein ins Feuer. Ach ja, da fällt mir was ein. Apropos, ich wollte doch noch hier ja, aber die Mauer weiterbauen. Aber wieder lustige Sachen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht. Ja, ich habe gerade Cheesepulver gebaut und sowas und du sagst, wann bauen wir wieder lustige Sachen? Regenometer? Das brauchen wir nicht, glaube ich. Ich brauche das. Ich würde gerne mal so eine Bücher machen. Ich habe hier so haufenweise Bücher. Na, dann organisiert ihr im Sommer Papyrus. Was sind denn das für Bücher? Na, Bird, irgendwelche Bücher über Vögel und irgendwelche Sleeptime-Stories. Da können wir ja mal... alle besser ein. Das, du kannst ja mal Papyrus sammeln und wir gucken dann vor der nächsten Runde mal, was für Bücher sich lohnen. Weil ich möchte jetzt nicht irgendwie Bücher basteln, die da irgendwie gar nicht. Ja, das brauche ich aber dieses komische Papyrus-Zeug, ja. Ja, genau. Ja. Das kannst du ja schon mal sammeln eigentlich. Hat das eigentlich mal erfunden, diese Gegend? Das ist doch nur in dieser komischen Schlamm-Gegend, ne? Ja, das ist nur in dem, in diesem, Arin, ja, wo die Tentakel sind. Ich will auch mal was machen. So, Steine. Oh, ich laufe ja in die Dunkelheit. Ich bin ja vollkommen lebensmüde. Ah, nein. Ich bin geschockt. Okay. Siehst du meine Augen? Ja, ich merke schon. Hä? Was ist passiert? Ist immer noch Winter. Die Ruine werden noch da sein, oder? Ja, die sind noch da. Jetzt ist schon Halbtag halt, ne? Ja, ne? Schön. Sommer kommt. Jetzt ist erstmal Frühlingsanfang, ja. Aber ist es jetzt, frieren wir jetzt immer noch so dolle? Brauchen wir jetzt die Heatstones immer noch?
Ja, ja, solange das so blau ist, solange die Sicht so leicht blau ist, brauchst du auf jeden Fall die Heatstones. Wenn du die jetzt schon wegnimmst, dann erfrierst du noch schneller. Ah ja. Frag mich auch, ob die ganze Zeit, ob die Bifidus irgendwie permanent vermehren oder sterben da auch mal welche von? Die vermehren sich, also die sind immer genug da. Also, ich ernte mal die Drying Racks. Bin gerade der Einzige hier im Lager, da kann ich auch mal die Drying Racks. Oh ja, warte, ich hab da ein Skelett gefunden. Schön. Wenn du es mit dem Hammer zerschlägst. Was sagt er bei mir? Was sagt er bei mir? Warte. Captain Yamato died doing what she loved. Being hurt by Pinga. Sehr schön. Vier Hasen. Zwei Hasen. Vier Hasen, hey. That's a trap. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, trotz dieser zwei extrem großen, wie sagt man, Sterbewellen, haben wir das doch eigentlich bis jetzt ganz gut überstanden, den Winter. Den ersten Winter. Oh, und die Bienen haben wieder Honig gemacht. Zwei echt? Honig. Kann gleich mal in den anderen Stock. Ich muss so sagen, essensmäßig sind wir echt gut durchgekommen. Ja. Hat genau gereicht eigentlich für alle. Ja. War gut vorbereitet. Wir so redet, als ob wir jetzt schon durch wären. Ja, wir haben das Spiel geschafft. Ja, wir sind Winter durch, wir sind durch. Also wir haben es, also wir, es wäre ja fast schief gegangen, also dafür... Solange keine Bären an diesen Büschen sind, vertraue ich hier keinen Frieden. Solange da nichts wächst an diesen Büschen. Ja. Und nein, solange ich Yamato meine Sachen nicht wieder habe. So nämlich. Wieso nicht? Weil ich deine Bären nicht pflücken kann. Oh Mann, fass meine Bären an. Los! Gerade die ganz unten hängen. Das sind bestimmt Klabusterbären. Die ganz unten, die ganz roten, ne? Ja. Die richtig prall und so. Oh. Fass sie an. Wow, und du siehst aber niedlich aus, so klein. Komm her, ich will dich hauen. Nein, wir nicht. Oh oh. Komm her, fass meine Bären an. Fass du meine Bären an. Habe ich richtig gesehen, dass die Pinguine weg sind? Möglich. Gute Frage. Nächste Frage. Die Pinguine sind weg. Hast du schon deine... Sachen wiederholen. Ran an die Sachen. Liegen auch überall verrottete Eier rum. Ja, das und Monster und Mörsel. Vor allen Dingen. Mörsel? Ach so. Hä, sind die Pinguine auch gestorben oder was? Da liegt auf jeden Fall eine Feder und ein bisschen Mörsel lag hier gerade rum. Also entweder glaub, haben die einen Huhn oder sowas getötet, also so einen Vogel. Ey, es wachsen wieder Sachen auf den Feldern. Hier warte schon, okay. Yeah! Oh, es wird aber trotzdem noch kalt. Shit. Ich ernte schon mal ein bisschen was und mach mal hier. Was tust du? Hab ich das gerade richtig verstanden? Ja, na, ich dünge auch schon mal die Felder und so, weil dann haben wir doch gleich wieder Essen, weißt du? Also bitte, was tust du da an meinen Feldern? Ich schmeiß Kacke drauf. Fass ihre Felder nicht an. Fass ihre Ich schmeiß Felder Kacke drauf, das ist doch in deinem Sinne, oder? Ich hab nochmal 5 Hasen. Yeah! Ich hab 6 Hasen. Boah, ganz viele Dragon Pies. Ganz viele neue Dragon Pies sind hier. Also Dragon Fruits meine ich, nicht Pies. Ja, die habe ich auch extra noch gepflanzt. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. So, das kannst du dein ganzes Feld alleine ernten. Ja, das wollte ich hören. Wenn ihr Hasen habt, könnt ihr mir schon mal ein paar Morgels geben? Dann kann ich nämlich... Ja, da drinne. Ja, da drinne. Achso, da drinne. Okay. Und du kannst mal... den Hasen töten. Warte. Den da kannst du mal töten. Da, guck mal, mach was Schönes damit. Ich hab den Platz. Achso, und oh, ich danke. Hab hier mal tote Hasen hingelegt. Hier, mach mal schön was Schönes. Und der tote Hasen. Und der mit dem Check. Wer will Gemüse essen? Gemüse? Nee. Ganzen Winter habe ich mich nur von Fleisch ernährt. Oh, Fleischbällchen! Warum hat jemand Fleischbällchen gemacht? Ja. Ich bin gerade so ein bisschen am Kochen hier wieder. Warum machst du Fleischbällchen? Warum nicht? Warum machst du das? Aus was machst du denn die Fleischbällchen? Aus dem Monsterfleisch, was wir noch haben. Haben wir eine Kohle irgendwo? Das ist nicht okay, denn du hast sie gemacht. Oh, ja. Lass mich doch auch mal kochen hier. Nein. Ich habe übrigens... Aber hast du jetzt 3 Fleisch und ein Monsterfleisch zusammengepackt? Normales Morselfleisch. Und die Möhren, die ich gerade geerntet habe. Du hast das falsch gemacht.
Das darfst du nicht machen. Ich wollte gerade sagen, wir haben dein Steinwall ist kaputt. Und ich habe jetzt zwei Honig da reingepackt in den Kühlschrank. Hast du nicht gemacht. Was? Wie wäre dein Wall ist unten kaputt. Wo? Wir haben ein Loch im Wall. Wo denn? Hier unten. Hat doch jemand Samen? Hä, wie ist das denn passiert? Meine Samen sind irgendwie verschwunden, als ich gestorben bin. Hat da einer gegengehauen? Oh mein Gott! Wir können hier durch! Wir können hier durchgehen. Setz dich da hin. Wieso ist das kaputt? Hä, das verstehe ich nicht. Da ist gar nichts kaputt. Wir haben es geflickt. Ja, genau. Sehr schön. Nice. Bleib einfach so da. Ja, warte, es liegt irgendwas anderes hin. Es liegt ja ein faules Ei hin. Nein, nicht die faulen Eier wegschmeißen. Gib sie mir. Meine faulen Eier! Gib mir die faulen Eier, ich will alle faulen Eier haben. Gibst du denn? Ich will, dass ich nach Schwefel stinke hier. So richtig eklig. Flück sie dir. So. was konnte ich jetzt hier genau? Bei Science. Nitre brauche ich noch und dann. Irgendwas kaputt. Wie ich Ari gerade weggeschoben habe. Lauf mal die Mauer ab. Aber wie ist die denn da kaputt gegangen, verdammte Scheiße? Wo ist denn jetzt das ganze Nitre hin? Nitro ist in der Kiste, links oben. Ah, habe ich aufgegessen. Links oben. Links oben. Ich sehe hier kein Nitro in den Kisten. Da ist es doch drinne. Nee, da ist kein Nitro drin. Das ist Nitro. Ich habe das Nitro. Ja, lol. Ja, lol. Da hat er das. Ja, ist ja okay. La, lol. Okay, nimm noch dein Nitro, Mensch. Jetzt baue ich hier schon wieder. Das ist immer noch so nach Schnee. Alter, das ist Schnee. Ich dachte, das ist Asche. Es soll regnen. Also nein, eigentlich nicht. So, liebe Freunde, wir haben jetzt 6-mal Schießpulver, ne? Du hast die ganze Kohle hergehabt auf einmal. Ja, die hatte ich noch im Inventar. So, und ich steck mal die faulen Eier, die noch übrig sind, auch hier rein. Nein. Dann kann ich jetzt nämlich auch nochmal dann Schießpulver machen, wenn das alles ist. Schnee drauf. Schießpulver ist wichtig. Schießpulver ist mir wichtig. Da! Ach, ich habe mir so ein schönes Mal hier gerade zusammengestellt. Oh, mein Hirn. Ist Jockeyfleisch. Ja. Da. Nein, es schneit zu. Ach, es regnet. Nein, nice. Es regnet. Geil, beides. toll, jetzt regnet es. Und wir haben es nicht geschafft, hier irgendwie mal so Regenschirm zu basteln. Jetzt ist es... Oh! Oh, Mann. Warum? Oh, Mann. Jetzt volle Kanne hier gerade eingehämmert. Der Blitz. So ein Mist. Also ich hoffe, es ist jetzt schon... wieder Frühling. Ja, die Vögel sehen normal aus. Das heißt, ich würde sagen, wenn jetzt hier gleich wieder, oder wenn wir alle gleich uns im Lager versammeln, dann können wir mal die Folge beenden, beziehungsweise die Aufnahme. Folge. Die Folge. Die größte Folge von allen. Ja. 2 Stunden. 2 Stunden Folge. Nee, hör bloß auf, sowas zu sagen. Nachher wollen die Zuschauer wirklich 2 Stunden Folgen sehen und so. Oh, Zuschauer. Nein. Weißt du was? 8 Viertelstunden Folgen habe ich gehört pro Tag. 8 Viertelstunden Folgen. Pro ja, Tag. Genau. Bus, weißt du was? 2 Stunden halt. Ja, was denn? Bären. Ist ein Bären an den Büschen. Ich weiß. Das ist ja auch wieder Frühling. An den Büschen. Die Stöcker wachsen auch gerade wieder. Die wirklich gerade. Ich hol Steine. So, na, wollten wir nicht uns alle im Lager versammeln? Ja, aber kurz. Ja, ich bin gleich da. Ich komm gleich wieder. Ich wollte nur Steine holen, damit ich den Wall... Wieder Steine. Ja. Darauf habe ich den ganzen Winter gewartet, dass ich endlich Steine holen kann. Oh, und hier ist noch ein Wiederbelebungsschrein. Ari und ich machen schon mal eine Abmoderation, wa? Hier ist noch ein Wiederbelebungsschrein. Ich hau hier mal die Schweineköpfe kaputt. Noch ein zweiter jetzt, oder? Ja, ein zweiter. Wart ihr hier schon? Hat den schon einer gefunden? Weiß ich nicht. Möglicherweise. Naja, auf jeden Fall ist jetzt da noch ein zweiter. Wenn ihr nochmal sterbt und wir haben keine Möglichkeit, euch wieder zu beleben. Ah, hier ist ein Zahn von einem Hund. Lol. Eine weitere Zahnfalle. Es ist gut, dass ich hier hingelaufen bin. Ich finde das ja, gerade gut. Okay. Ja. Also wenn ihr nochmal sterbt und ihr habt keine Möglichkeit, euch wieder zu beleben, einfach nach links laufen. Relativ geradlinig nach links. So, jetzt laufe ich wieder zurück. Dann können wir nämlich dann auch Schluss machen. Sehr schön. Ja. Geil, wir können noch eine Zahnfalle bauen. Das finde ich richtig gut. Vielleicht finde ich ja noch einen Zahn irgendwo. Oh, der da!
Du hast da Bernd vergessen. Nein! Wirkt noch nicht gut, wenn ich nur neben einem stehe. Warten, bis alle voll sind. Werde ich mich niemals finden. Niemals. Du musst das echt machen, wenn Ari nicht damit rechnet und gerade voll dabei ist, ihre Felder da zu bestellen. Und dann, wenn sie dann versucht, die Bären zu ernten, dann schmuggelst du dich einfach da rein. Und? Ganz schön dicht dort gepflanzt, oder? Bin fast da. Sie hat Feuer. Nein. Jetzt aus Versehen zündest du wirklich was an. Pass auf. Ja, genau, aus Versehen. Alles steht in Flammen. Wir fangen wieder null an. Ach, schön. Pack die Bären mal bitte in den Kühlschrank. Bären. So. Ja, dann. Oh, ich habe ganz schöne Halluzinationen. Ich esse noch mal ein bisschen Joggyfleisch. Jetzt pflück ich Bären. Oh, warum verschimmeln die denn jetzt hier wieder, die Dinger? Na, die musst du halt wieder neu fertilisieren. Oh, nö. So. Und da sind auch schon wieder Gubbels da überall. Naja. Ich würde sagen... Ari hat doch einen Bumerang, kann jetzt endlich jagen. Ich hab da mit Kaninchen gejagt. Eine sehr erfolgreiche Runde, die wir hier jetzt hinter uns haben. Und ich würde sagen, das ist eine gute Basis für die nächsten... Ach, jetzt machen wir die Abmoderation. Genau, es ist soweit. Ich verstecke mich mal auch unter meinem Hut. So. Ach, machen wir das jetzt alle, ja? Ich würde sagen, das ist ein schönes Ende, oder? Wenn wir uns alle im Hut verstecken. Dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Don't Starve Together. Lol, wie wir... Es wird bald dunkel, genau. Ciao, ciao. Tschüss.